working my own songs, so I was looking for a dedicated space where I could work on my own stuff in a group with other people doing the same thing, and which will give me inspiration and motivation for working on my songs. Es ist mein erster Songwriting-Workshop und ich war auch schon sehr aufgeregt. Was ich mir erwartet habe, ist, dass ich Gleichgesinnte treffe, mit denen ich mich austauschen kann. I want to meet people and get inputs, whatever I can get. Neue Anreize haben, andere Arbeitsweisen kennenlernen, mit anderen Songwritern zusammenkommen, mit einem Native Speaker arbeiten. Die Erwartungen sind alle erfüllt worden. I think we're very happy with this. Yes, I think we are. It was positively challenging. Like we were pushing each other, like it was very fruchtbar. I don't know, it was like really interesting because we had really good words. Trying to touch my guitar, which was lying on the bed in my room. And I said, no, yeah. No. Okay, but and you put the guitar like, away. I need my drug. Develop. Finally, she said, well, maybe now you can touch your guitar. Yeah. Because I put my guitar. What I liked about it is that, sozusagen, the Herangehensweise meines Co-Writers war eine ganz andere, als ich normal einen Song komponieren würde. Das hat mir total gefallen, sozusagen hier einen ganz anderen Zugang kennenzulernen. Ich bin ganz erstaunt, was dabei herausgekommen ist, weil mittendrin hatte man dann teilweise den Eindruck, dann, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann wiederum plötzlich ist doch noch ein super schöner Song entstanden, auch in kürzester Zeit. Wie lang? Ich glaube, wir hatten so um die 3 bis 4 Stunden, aber es war Mittagessen auch dabei. Lyrik sind auch sehr fein, da muss ich aber meinem Co-Writer danken, weil ohne den wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. Really great. I think 3 people, it was perfect, because we're very, very close. See the other persons as teachers too. It was a great experience and everyone had an equal time. Balanced, yes, and I think we were afterwards were like, thank you, everyone to everyone, and we were happy and went out like, richer than before. It was perfect to me. It was a brand new song written 1 week ago, and I knew somehow it's a good song and I should not fuck it up now. Can I say that? I should work properly on it now to differentiate it and be a little bit clearer with your language so that we can understand you perfectly, because every word is important in your lyrics. Very clear. Also very, very, very nice setting. Den Song Circle habe ich für mich persönlich ganz großartig gefunden. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass ich hier sehr, sehr viel auch gelernt habe von der Herangehensweise, wie kann ich mir den Song noch anders anschauen. Warum bin ich mit etwas nicht zufrieden? Ich weiß, dass ich damit nicht zufrieden bin, ich weiß aber nicht warum. Da wird man dann auch von den anderen ganz gut hingeführt und erkennt einfach auch. Besonders gefallen hat, ist, dass der Ablauf sehr variabel war und auf die Wünsche von uns eingegangen wird. Dan is a really cool guy. He's very chilled. Can you say chilled? He's chilled all the time and he was one of us. It wasn't, he's the teacher and we're the students sitting there, and it was really comfortable discussing, and it was a really great atmosphere the whole time. I think we all enjoyed it, and thank you, Dan. Having feedback from the other participants was really helpful, perspectives that are different from your own, but that can at the same time help you to realize things that you wanted to say with your songs that you never thought about yourself. And yeah, it certainly gave me material to maybe get on with stuff that I couldn't finish before. It was a lot of fun, and yes, I'm motivated for writing another song. Und das ist das, was mir zeigt, wo ich jetzt stehe. Und das ist ganz spannend zu sehen und auch für mich, dass ich aber trotzdem jetzt nicht das Gefühl habe, ich gebe jetzt auf, sondern ich möchte erst recht jetzt lernen und weitermachen. Mhm.
Ja, das in Kürze. Ich komme wieder, falls es wieder stattfindet. Heart is like a book, is like a